Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft User 2 Way to the Masters. Wir sind zurück und hatten ziemlich viel Glück mit den letzten Matches, was wir gegen Zerg gespielt haben. Sehr interessante Matches, wie ich finde. Einmal ein Wengling All-In, den wir abgewehrt haben. Dann einmal, oh Gott, Broly, das ist der legendäre Super Saiyajin. Ja, ich bin gebildet, seht ihr mal, ne? Protoss. Er ist zwar Platin, aber wie gesagt, die Ligen haben nichts zu bedeuten momentan. Inzwischen wieder ein bisschen, aber nicht so viel. MMR ist alles, was zählt. Er kann auch theoretisch die letzten 100 Matches gewonnen haben, weil befördert wird man erst in dem Moment, wo sich die Winrate wieder auf 50% einpendelt. Das heißt, er könnte theoretisch schon im Masters MMR sein, aber das Battle.net wartet. Wo hört die Performance auf und stuft dann ein? So. Nein, war schon richtig. Aber Close Minerals, von daher war es nicht verkehrt. Ha! Ja, gut gerettet. Wir wollen abwehren, was da kommt von diesem Protoss. Ich hoffe, da kommt nicht allzu viel Gecheese, weil das ist ja in letzter Zeit wieder sehr beliebt. Gerade wenn man mittags spielt und welches Problem habe ich während meiner Aufnahmen. Ich spiele mittags für Trollzeit. Yay. Gut, wollen wir mal sehen. Klappt, wunderbar. So, was geht hier ab? Du gehst da ab. Du gehst hier ab, ihr geht nichts ab. So. Du im Anschluss nach oben, wie immer. Du, Bau, da, Kaserne, los, zack, Bogen aus. Ich werde diesmal ein bisschen anders mein Opening gestalten. Und zwar gehe ich ja normalerweise Rex, Echse, Gas, Gas. Depots ausgelassen jetzt mal. Diesmal möchte ich gehen. Rex, Echse, Rex, Rex, Gas, Gas. Weil ich glaube, dass ich da ein bisschen mehr Units separaten kann und damit dann größere Chancen habe bei der Abwehr von etwaigen Koloss-Penis-Kopf-Arschlöchern. Ich hasse Kolosse, es tut mir leid. Hallo. Keine Chrono-Boosts mehr. Du gehst aber ganz schön auf Eco, Kollege, kann das sein? Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Ist im Rahmen des Normalen, was man hier sieht. Hab mich vertan. Nein, 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 nein. Seht ihr? Ist immer die bessere Devise. Merkt euch das. Weil er hat jetzt drei Drones gezogen, um halt die Mining Time ein bisschen zu verlieren. Und meine Drone hätte sowieso keine Mining Time gehabt. Deswegen ist es letztendlich egal, was mit ihr passiert. Ist nur schade um die Scouting Information, die ich noch bekommen hätte. Weil ich weiß jetzt nicht, ob er eine Echse gesetzt hat. Aber davon gehe ich nicht aus. Jedenfalls habe ich eine gesetzt und das macht mich erstmal froh. Nur froh macht mich natürlich, wenn ich genügend Kasernen habe. Und wie der Plan bereits erzählt hat, bauen wir davon noch ein paar. So, und damit sollten wir auch gegen Early Stalker relativ sicher sein, im Gegensatz zu sonst. Gegen Early Oracles, die nicht kommen werden, weil wir es nicht gescoutet haben. Ebenso, das erste Gas können wir jetzt immer noch setzen. Das zweite kommt direkt hinterher. Da kommt noch Marine. Seht ihr, die Lücken sind, die durch die Build-Order-Umstellung gekommen sind, sind wirklich minimal. So, wollen wir das machen? So, ich werde gleich als erstes dann ein Tech-Lab raushauen, damit wir möglichst früh das Stimpack erforschen können, weil ich ein Stimpack-Fan bin. So, du baust mir gleich mein Tech-Lab. Ja, ist gut, dass du da baust. Allerdings, obwohl das nächste Depot brauche ich nicht, dadurch, dass jetzt was anderes fertig geworden ist. So, aber es ist schön, dass ich an die Depots denke. Das ist ja schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Darauf kann man aufbauen, wisst ihr? Darauf kann man eine Gemeinschaft aufbauen. Auf Depots. Es ist halt tatsächlich so. Ich meine, die Masse kommt durch Depots. Ach ja, ich bin mal wieder heute der Meister der großen Erkenntnisse. Ihr dürft mich auch Meister der großen Erkenntnisse nennen. Oder abgekürzt, Moe. Was? Ja,
Wir bauen noch eine Runde Marine statt Marauder. Ja, wobei, dann bauen wir da auch schon. Nein, eine Marauder. Ich wollte eigentlich sagen, hey, wir sparen jetzt voll krass schon mal auf Combat Shields, aber kriegen wir so oder so. Wird er eh dann ungefähr gleichzeitig mit Stimpaks fertig und Stimpaks brauchen halt knapp 60 Sekunden länger. 170, 110, genau 60 Sekunden länger. Ich korrigiere mich. So, allerdings, dadurch, dass wir so stabil pumpen wie ein Pumpenmeister, müssen wir auch zusehen, dass wir stabil mal ein bisschen was adden an Supply Depots. Des Weiteren könnte es nicht schaden, wenn wir uns selber mal die Tech-Upgrades ein bisschen erleichtern, beziehungsweise im Tech ein bisschen aufwärts steigen. Dafür benötigen wir auch wieder Gas. Warum kostet alles Gas heutzutage? Zack. So, dann bitte. Du baust mir direkt hier ein neues. Ich traue dem Braten nämlich nicht. So, wollen wir mal sehen. Ich sehe eine Cannon, aber ich sehe kein Mothership-Core. Und das ist für mich ein Zeichen. Jeff, bewegt deinen scheiß Arsch zu der scheiß Basis zum scheiß Damage. Ja, wir gehen los. Kann natürlich scheiße, scheiße ausgehen. Genau, scheiße, scheiße. Ist gewollt formuliert. Auf jeden Fall sollten wir, bis wir da sind, knapp Stimpak und Combat Shields fertig researched haben. Und kriegen jetzt auch eine Menge Gas rein. So, der hat uns jetzt gesehen. Bevor wir da hochgehen, würde ich gerne nochmal scannen. Weil, wenn jetzt ein Mothership Core da ist, würde ich selber davon abraten, anzugreifen. Vor allem könnte er inzwischen Sentries reingewarpt haben. Ja, er hat. Er hat es. Ja, wir gehen auf Damage, Eco Damage. Und da lief er. Ja, wir haben nicht genügend Einheiten gehabt, um alles platt zu machen. Das hätte er halten können. Aber wir waren mit Stimpak in seiner Eco-Line so. Stopp! Und mit der Einstellung kann man natürlich sehr viele Probes mitnehmen. Finde ich natürlich ganz angenehm, dass wir das an der Stelle geschafft haben. Vor allem fällt mir gerade auf, haben wir jetzt 4 Matches in Folge gewonnen? Kann das sein, dass ich euch mal wieder Siege nach Hause bringe? Ja, kann sein. Uff, ich bin überrascht. Ich bin sehr überrascht. Und ich werde tatsächlich heute jetzt mal eher aufhören mit Recon, weil mir auffällt. Donnerstag ist Feiertag und Freitag habe ich mir Urlaub genommen. Das ist optimal. Ja, ich lade euch ein für Freitag zum Stream. Das letzte Mal, es tut mir leid, wo ich das gesagt habe, habe ich die Videos nicht rechtzeitig hochgeladen. Und der Stream, den habe ich dann quasi unter dem Video angekündigt. Ist doch heute, aber unter einem Video, was einen Tag davor kam. Ist schwer zu verfolgen im Kopf, ich weiß. Wenn man jetzt irgendwie eine Zeitskala vor Augen hätte, wäre es wahrscheinlich einfacher. Lasst es mir so formulieren. Ich habe voll den Bockmist gebaut und gebe euch die Möglichkeit, das nachzuholen. Ihr dürft gerne Freitag dazu stoßen. Dann sollte dieses Video auch wirklich mal online gehen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Spannendes Match. War es jetzt nicht gerade, aber ich denke, das Opening, wie ich es gemacht habe, war interessanter als das, was ich sonst mache. Nicht so... wie heißt das? APM-lastig, aber war ja auch noch early im Game. Gut, war sein Platzierungsmatch. Das heißt, er hat ein ziemlich hohes MMR gehabt und ich habe es gerade runtergeknüppelt. Und er hat... ach, Quatsch. Quatsch. Was rede ich da? Der hat mehr als 5 Matches gespielt. Nur hat er halt erst 5 gewonnen. Oder? Wartet. Nee, das muss ich... Ich muss zurück auf das Match. Ich komme gerade nicht auf mein Leben, klar. View. 5 Games, 5 Wins. Doch, er hat 100% Winrate, das heißt aber auch, dass er schon in der Platin-Liga war. Schon gut. Wir haben ihn nicht gerade erst platziert, weil als das Match losgegangen ist, hatte er den Rahmen ja auch schon. Ja, aber was mir auffällt, ist halt, ganz böse. Ganz böse. Inzwischen kann ich sie mehr. Es steigt. Das letzte Mal, wo ich es euch gezeigt habe, war es, glaube ich, bei 30 oder so. Aber ich muss die Map noch ein bisschen mehr lernen. Ich bin sehr schwerfällig, was neue Maps angeht. Und ich weiß, das wird spätestens, wenn nächste Season anfängt, fallen diese und diese Map raus. Dann wird es sehr schwer für mich. Und ich habe nur Eco als letzten Anker. Aber die Season danach wird es wieder einfacher. Ist ein bisschen komisch bei mir. Na gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.